Ah, fuck, fuck, was zieh ich nur an? Was zieh ich nur für mein erstes Date an? Perfekt! Ihr habt unsere Flirt-Tipps beherzigt. Habt jemanden erfolgreich in der Bar angesprochen. Oder eure Lehrerin zu Privatstunden überredet. Dann wird's Zeit fürs erste Date. Aber wo? Der Ort. Nicht ins Kino. Das ist dunkel und da kann man nicht reden. Und man kann nicht sehen, wo man eigentlich hingrabt. Beim Daten geht's ja ums Kennenlernen. Und es ist natürlich unpraktisch, wenn übergroße Spastis auf der Leinwand dazwischen reden. Ein weiterer Klassiker wäre ja Essen gehen. Aber es ist ein bisschen spießig. Und eingeschränkt. Außerdem kostet das Geld. Ich meine, du weißt ja nicht mal, ob die Person das wert ist. Meine Empfehlung ist, zusammen kochen. Da müssen beide mit anpacken. Und darum geht's ja. Sich gegenseitig anpacken. Außerdem können Kochkünste hart beeindrucken. Vorausgesetzt, du kannst kochen. Das Problem ist nur, zu Hause ist man nicht unbedingt alleine. Eltern. Mitbewohner. Oder der Typ aus der Calgon-Werbung, der plötzlich auftaucht. Und dir erzählt, wie man eine Waschmaschine richtig entkalkt. Das Einzige, was gut klar geht, sind Katzen. Außer sie ist allergisch gegen Katzen und stirbt. Aber mit der richtigen Person. Mach doch einen Spaziergang im Park. So richtig, richtig Spaß. Aber was ist, wenn er oder sie eine Pollenallergie hat? Dann geht man halt in der U-Bahn spazieren. Oder... Fick dich! Das Outfit. Der erste Eindruck ist nicht unbedingt der wichtigste. Aber es ist schon praktisch, wenn man nicht unbedingt aussieht wie ein Vergewaltiger. Ah, voll anders. Lässiges Schick, der Allrounder unter den Dresscodes ist angesagt. Kommt ein bisschen komisch, wenn du im Anzug deine Tür öffnest. Aber man sollte auch nicht wie Rick in einer Jogginghose auf sie warten. So eine richtige Penner-Jogginghose, die stilecht nicht gewaschen wurde. Seit mindestens 10 Jahren. Das Aroma darf nicht verfliegen. Käse. Dein Outfit sollte ausstrahlen. Hey Baby, für dich habe ich nicht einfach das erste T-Shirt gegriffen, sondern das da drunter. Extra, weißt du, umständlich. Oh yeah. Ihr versteht, was ich meine, oder? Versteht ihr mich? Bei Frauen funktioniert das nach einem ganz ähnlichen Prinzip. Nur, dass sie den Vorteil haben, dass sie noch ein bisschen mit ihren Reizen spielen können. Ganz nach dem Motto, ich zeig dir ein bisschen von dem, was du sehen willst, aber für mehr musst du dich gedulden. Oder mich massiv abfüllen. Wo ist mein Alkohol? Ah, lecker! Das Benehmen. Sei einfach du selbst. Nee, kommt da jetzt noch mehr oder was ist? Ich meine, du suchst jemanden, der zu dir passt. Was bringt es da, sich zu verstellen? Man kann versuchen, etwas offener zu sein. Augenkontakt halten. Eine freundliche Körperhaltung. Oder Fragen stellen wie... Hast du schon mal Sandpapier gegen deine hässliche Akne probiert? Sieht heftig aus. Oder andere Fragen, die Interesse zeigen. Aber ich meine, wenn du ein Arschloch bist, dann bist du halt ein Arschloch. Du brauchst ja trotzdem jemanden, der dich erträgt, obwohl du ein Arschloch bist. Aber vielleicht findest du ja ein... anderes Arschloch. Damit ihr mir Freunde sein könnt und dann seid ihr ein Arschlochpärchen. Yay! Spaß haben. Man sollte nicht mit einem bestimmten Ziel oder irgendwelchen Hintergedanken in ein Date springen. Macht man doch so, oder? So wie ein Pool. Vom Zehner. Schön mit Köpper. Man sollte einfach locker bleiben. Spaß haben. Und schauen, wo die ganze Sache hinführt. Im Endeffekt gibt es keine Do's und Don'ts. Im Internet zum Beispiel musste ich mit Entsetzen lesen. Was? Kuss beim ersten Date? Das geht überhaupt nicht. Aber natürlich geht das. Wenn es natürlich dazu kommt, dann wird es schon nicht verkehrt sein. Auch Sex beim ersten Date ist jetzt nicht brutal verwerflich. Wird es nicht unbedingt jedem empfehlen. Vor allem, wenn man Interesse an was Längerem hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nicht das. Woran ihr denkt, sondern woran ich denke. Also das andere davon, ne? Versteht ihr? Alles klar. Aber was, wenn man keinen Bock auf was Längeres hat, aber die andere Person voll hot ist und etwas Längeres hat? Einzige, was man sich merken sollte, ist, solange ihr niemanden verletzt und euch keine Geschlechtskrankheiten einpfeift, ist alles im grünen Bereich. Do's and Don'ts. Dusche. Lernt kochen. Nie über Echsen reden. Also nicht die Reptilien, sondern die Menschen. Menschen-Echsen finde ich aber noch viel gefährlicher. Die haben Superkräfte. Benutze nicht so viel Parfüm. Am besten gar keins. Denn der natürliche Körpergeruch ist sehr wichtig bei der Partnerwahl. Und es sollte nicht selbstverständlich sein, dass der Kerl zahlt. Ich glaube, es kommt sogar sehr gut an, wenn die Frau darauf besteht, dass sie auch zahlt. Oder zumindest ihren Teil zahlt. Aber genauso ist es auch nicht falsch, wenn er sie einlädt. Sie sollte es nur nicht als selbstverständlich sehen. Besonders nicht, wenn beide arme Studenten oder Schüler sind. Allgemein ist es viel attraktiver, wenn eine Frau nicht auf Prinzessinnen macht, die alles in den Arsch gesteckt bekommen will. Also ich meine, selbstständig ist. Ja, ja, alles klar, Rick. Wir wissen schon, was dein Fetisch ist. Kartoffelsalat. Da ist nämlich kein Gluten Scheißfilm. Drin. Drüben findet ihr How to Flirten, dann hättet ihr auch noch sowas zum Flirten. Und darunter Kochen, da kochen wir was. Dann hättet ihr gleich Kochen, weil Kochen ist sexy. Ja, Mann, total krass. Abonniert doch unseren Kanal. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr das Video gefeiert habt. Oh mein Gott, ich muss mich umbringen nach diesem beschissenen Satz. Willst du mich verarschen, du Trommeldrecksau? Da ist ja gar nichts drin, Mann, ey! Ja, will man mal ficken, ne? Und dann ist ja gar kein Wodka in der Pulle, ha? Scheiße! Gleich kommt bestimmt Marty aus dem anderen Raum und fragt sich, warum ich so laut bin! Oh, ich hab voll die Haare wund. Oh, armen Frauen, die tut mir echt leid. Oh.